Hallo und herzlich willkommen zum Video DDS KNX in der Verteilerdokumentation. Smart Home Anwendungen nehmen immer mehr Raum in der heutigen Welt des Bauens ein. Ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeautomation ist die Dokumentation. Daher möchte ich Ihnen heute in dem Video die Möglichkeiten der Verteilerdokumentation mit KNX-Komponenten in DDS-CAD demonstrieren. In diesem geöffneten Projekt starten wir zunächst den Werkzeugkasten Elektro und öffnen einen Verteiler. Dieser Verteiler ist in der Stromkreisliste bereits mit den üblichen Stromkreisen für Licht- und Steckdosen bestückt. Über die Funktion Neu und in der Unterfunktion KNX-Bussystem fügen wir zunächst eine Spannungsversorgung dem System hinzu. Hier wählen wir einen Leitungsschutzschalter und ein entsprechendes Netzteil für die KNX-Spannungsversorgung aus. Wir können jetzt in einem nächsten Schritt in der Blattliste die Verteilerdokumentation erstellen, indem wir ein Deckblatt auswählen, die allpolige Darstellung und entsprechend eine Übersicht der Reiheneinbaugeräte für die KNX-Bauteile auswählen. Jetzt wird automatisch aus der Stromkreisliste die Verteilerdokumentation in DDS-CAD generiert. Durch Blättern können wir die Stromkreise uns anzeigen lassen und sehen jetzt hier auch die Spannungsversorgung aus dem KNX-Bereich. In der Übersicht der Reihen-Einbaugeräte haben wir jetzt bereits das Netzteil für die KNX-Komponenten aufgezeichnet. In der Stromkreisliste können wir jetzt weitere Komponenten aus der KNX-Serie hinzufügen. Wir können jetzt hier zum Beispiel die Komponenten nur für die Übersicht der Reihen-Einbaugeräte auswählen, gehen auf Hinzufügen. Wir können jetzt hier zum Beispiel einen Schaltaktor vierfach 16 Ampere hinzufügen, können weitere Komponenten aus unserem System hier auswählen. Wir können zum Beispiel einen Dimmaktor und eventuell noch einen Schaltaktor mit entsprechenden Schließern dem System hinzufügen. Wenn wir das Ganze jetzt schließen und uns das Ergebnis in der Verteilerdokumentation ansehen, haben wir hier in der Übersicht der Reihen-Einbaugeräte jetzt unsere KNX-Komponenten aufgelistet. Im ersten Schritt werden wir diese Komponenten jetzt adressieren. Das heißt, ich kann hier in der Liste meine Komponente A1 auswählen, das ist das Netzteil, und kann jetzt hier einmal die Adresse für das KNX-Segment eingeben, bestätige das Ganze, wähle die nächste Komponente aus, adressiere auch diese. Und kann so schnell und effektiv meine Adressierung für die Dokumentation vornehmen. DDS-CAD enthält auch eine ETS-Export-Schnittstelle, wo ich mit einem Tool Informationen aus DDS-CAD zu ETS exportieren kann und diese Adresseinstellung auch dann im Gegenzuge nach der Konfiguration mit ETS wieder ins System importieren kann. In unserem Fall werden wir diese Arbeit manuell machen und sehen jetzt hier das Ergebnis. Wir können nun in die Stromkreisliste wechseln und mit der entsprechenden Funktion die Komponenten aus den KNX-Geräten in die Stromkreise einsetzen. Das heißt, wir können hier Bauteile einsetzen, wählen hier ein neues KNX-Bauteil aus und können jetzt hier entsprechend einmal zum Beispiel den Dimmaktor auswählen und würden jetzt hier dieses Objekt in den Stromkreis einfügen. Das gleiche können wir natürlich mit einem ganz normalen Schaltaktor machen. Auch hier wählen wir aus neues KNX-Bauteil, würden jetzt mit A2 den Schaltaktor auswählen, einen Kontakt auswählen, diesen einfügen und können das Ganze mit OK bestätigen. Wenn wir die Verteilerdokumentation jetzt durchblättern, werden wir sehen, dass die entsprechenden Aktoren eingefügt sind in den entsprechenden Stromkreis. Und hier können wir den Dimmaktor sehen, wie er in den Stromkreis mit der Sicherung F4 eingefügt wurde. Auf der Übersicht der Reihen-Einbaugeräte ist jetzt zu sehen, dass hier eine Zuordnung, ein Blattverweis stattgefunden hat, sodass wir aus der Übersicht der Reihen-Einbaugeräte jetzt einfach zurück in den Schaltplan navigieren können, um uns einen Überblick zu verschaffen, wo dieser Aktor entsprechend verortet ist.
Das bringt den Vorteil, dass für den Monteur auf der Baustelle diese Dinge klar dokumentiert sind und er seine Verteilerdokumentation entsprechend verdrahten kann. Ein weiteres Feature in diesem Zusammenhang ist der Schrankaufbau. Wir können uns im Schrankaufbau den Verteiler Einsatz in den Schrankaufbau einsetzen, können jetzt mit der Funktion Stromkreise zeichnen, können wir jetzt beginnen mit der Sicherung F1, können wir unsere Sicherungen im System platzieren, das geht vollkommen automatisch und können diese Anordnung natürlich auch noch modifizieren. Wir nehmen zum Beispiel diesen Sicherungsblock und möchten den jetzt zum Beispiel hier platzieren und sind damit flexibel. Im nächsten Schritt nehmen wir die KNX-Bauteile, zeichnen als erstes das Netzteil. Das wird abgesetzt, dann der entsprechende Schaltaktor. Auch diesen kann ich in dem Verteiler als Symbol absetzen, um den Platzbedarf zu ermitteln. Auch den Aktor kann ich absetzen und den Schaltaktor kann ich auch hier in dem Verteiler platzieren, so dass ich den Platzbedarf meiner Komponenten in einer Übersicht habe. Aus der Blattverwaltung in dem Werkzeug Verteiler kann ich jetzt einen Schrankaufbau hinzufügen und habe die Möglichkeit, auf dieser Seite über die Funktion die Frontansicht des Verteilers einzufügen, damit der Monteur eine Übersicht über die Positionierung der Geräte gewinnt. Diese Darstellung kann entsprechend skaliert werden, um die volle Blattgröße auszunutzen. Eine zusätzliche perspektivische Darstellung hilft bei der Montage, die Positionierung der Geräte richtig vorzunehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, melden Sie sich gerne bei uns.